in ihrem Waldbezirk Schottenburg-Wilmersdorf sind da sehr, sehr viele russischsprachige, also sehr viele Menschen aus ehemaligen Sowjetrepubliken. Was wünschen Sie sich von diesen Menschen, dass sie zur Wahl gehen? Auf jeden Fall. Ich wünsche mir von jedem, der Wahlrecht hat, dass er sein Wahlrecht auch ausübt. Man ärgert sich ja sonst immer am Montag manchmal über das Wahlergebnis, wenn man selbst nicht hingegangen ist. Wählen ist ganz, ganz wichtig, weil man damit natürlich den Kurs des Landes mitbestimmt. Und in der Tat, ich habe ja mein Wahlkreisbüro in Wilmersdorf in der Zehringer Straße und erlebe häufig, dass gerade in dieser Gegend viele Menschen wohnen, die Russisch sprechen. Und ich kann auch alle Menschen nur bitten, die in Berlin leben, auch wenn sie zum Beispiel zugewandert sind, hier von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Und viele fragen mich auch immer, was hat es mit der Erst- und mit der Zweitstimme auf sich? Mit der Erststimme wählt man direkt seinen Kandidaten, also es ist die Kandidatenstimme. Und mit der Zweitstimme entscheidet man immer, wie stark die Partei im Parlament wird. Das gilt sowohl für den Bundestag als auch für das Abgeordnetenhaus. Und ich freue mich natürlich als Kandidat ganz besonders über viele Erststimmen. Aber ich kann jedem eigentlich auch einen guten Rat geben mit allen 5 Stimmen, die CDU zu geben. Und seit wie vielen Jahren sind Sie schon im Bundestag? Ich bin seit 8 Jahren im Bundestag, war vorher hier über 10 Jahre Vizebürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf und Baustadtrat. Ja, und würde gerne meine Arbeit natürlich fortsetzen, habe auch versucht, viel Geld aus Bundesmitteln in den Wahlkreis zu holen für die verschiedensten Vorhaben, sei es für die Erweiterung der jüdischen Schule in der Münsterschen Straße, sei es für die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche oder die St. Ludwig-Kirche. Und das ist mir immer ein Anliegen, meine kommunalpolitische Arbeit auch im Bundestag in der Form fortzusetzen für diesen Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Und wie sehen Sie die Entwicklung in den letzten Jahren, also in den letzten 15 Jahren von Charlottenburg-Wilmersdorf insgesamt? Ja, Charlottenburg-Wilmersdorf hat sich gut weiterentwickelt. Früher gab es ja immer so einen Dualismus zwischen Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf. Ich glaube, Charlottenburg-Wilmersdorf ist bei vielen Leuten inzwischen ein sehr beliebter Standort. Die Menschen fühlen sich eigentlich hier wohl. Wir haben die Nähe zum Grunewald, aber wir haben eben auch die Einkaufsmöglichkeiten und wir haben viel Kultur, auch wenn es in den Corona-Zeiten etwas gelitten hat. Aber jetzt macht ja alles wieder auf und stabilisiert sich alles wieder. Und in dieser Richtung soll es aus meiner Sicht weitergehen.